So, hallo Leute, es geht weiter mit Playtime 32 Minuten. Ach, die Playtime wird nur... wird scheinbar nur das genommen, was zwischen jedem Speicherpunkt liegt. Und die ganzen Tode werden aus der Spielzeit rausgeschnitten oder so. Weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, ich bereits eine Stunde an Birdo hänge. Und ich hoffe, dass es nicht noch eine Stunde dauert. Ich habe die Musik auch nochmal einen Tacken lauter gemacht. Das sollte so halbwegs passen. So, waren doch schon mal ein paar Treffer bei. Immerhin hat Börder für den Moment erstmal wieder gelbe Augen. Ich hoffe, dass die jetzt gleich rot werden. Nein! Da ist das Vieh einfach runtergefallen. Boah, was war das? Irgendwie riesiger Slowdown und ich bin nicht runtergefallen und ich will da endlich drüber. So, der Start war, glaube ich, gar nicht so schlecht, was Trefferzahl angeht. Hallo, Scheigei-Viecher. Das war sogar halbwegs verständlich, als ich da in die andere Richtung geguckt habe. Sozusagen mein Fehler, auch wenn ich keine Fehler mache. Wow, 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 wow. So, ich sollte mich so langsam zum Zeitpunkt es war knapp. Dass es hier weitergeht, also schneller geht, also rote Augen und so weitergeht. Komm. So. Hey. Nein! Zu niedrig! Ach. Fast. Fast. Wenn man das Erreichen der dritten Form schon als fast bezeichnen kann. Und Birdo hat wieder Augenprobleme. Viecher wieder, da sind sie. Inzwischen kenne ich das doch recht gut. Hab's ja auch oft genug inzwischen gespielt. Frag mich, wie viele Leute noch zugucken. Und sich das hier antun. Wie ich hier versage. Aber ich gebe mir gar nicht selber die Schuld, sondern das Spiel ist schuld.
Und in diesem Fall ist das sogar ziemlich nah an der Wahrheit dran. Endlich. Hallo? Ja. Zu hoch. Der ist auch zu hoch, ne? Außerhalb des Bildschirms. Na? Oh, ich hatte doch so kurzfristig Untergrund. Komm schon, Mechabirdo. Natürlich nehmen die mir auch meinen Double Jump. Was auch sonst. Ach, das ist doch nicht mehr feierlich. Welcher Wahnsinn hat mich überkommen, dieses Spiel zu spielen? Und dabei gegen solche Dinosaurier-Dinger, Roboter zu kämpfen. Hä? Oh! Der Schalker lebt nur noch, weil ich die ganze Zeit in die falsche Richtung schieße. Und wenn ich versuche, in die richtige Richtung zu schießen, schieße ich trotzdem weiter in die falsche. Nun, das würde ich vermutlich auch diesen Kampf schon längst gewonnen haben. Genau. Naja, nicht so ganz richtig. Die Tode in der dritten Phase sind ja eher davon, dass ich falsch springe. So, ich näher mich wieder dem Ende dieser Phase. Hallo? Stirb, du Mistvieh. Hallo, wie treffe ich hier keinen? Oh, das hat immer noch nicht gereicht. Nein, keine Ruckler, keine Ruckler. Wow, habe ich schon fast. Na? Ach nein, viel zu früh. Da kam es mir auch so vor, als wäre ich eigentlich viel niedriger. Plötzlich war es viel langsamer. Keine Ahnung, ob Slowdown war eigentlich gerade nicht. Framezeit schien konstant zu sein in dem Moment. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, endlich mal in der dritten Stufe auch ein paar Treffer gelandet zu haben, bevor ich gestorben bin. Klar. Vernichtender Tod ist vernichtender Tod, aber ein vernichtender Tod, bei dem ich etwas voran Fortschritt gemacht habe.
Ich will nicht noch ein komplettes Video. So, ey. Das ist doch scheiße. Das fliegt die ganze Zeit durch meine Schüsse durch. Gut. Kann ich es jetzt schon? Ja, so wenig getroffen. Gut. Nein, ich springe doch nicht. Also doch, also ich wollte doch nicht. Unfair. Einzige Konstellation, die so ein bisschen richtig böses, wenn man die so knapp über der mittleren herkommt. So, das waren doch schon mal wieder ein ganzer Haufen guter Treffer. Sogar da hat noch einer getroffen. Schaffe ich es diese Runde? Nicht, wenn ich in die falsche Richtung schieße. Ja, genau der hat mich letztes Mal getötet. Oh, das gibt's nicht. Es war ein Lag. Ich habe keinen Doppelsprung mehr. Vielleicht habe ich ihn direkt im Lag gemacht. Oder vielleicht wurde er mir genommen und ich springe da rein. Och, ey. Als ob da die Stelle nicht schwer genug wäre. Dann kommt noch so ein Scheiß. Es ruckelt kurz und ich bin tot. That's not fair. In diesem Spiel könnte ich das sogar zutrauen, dass es absichtlich zwischendurch mal eben, ja, sowas einbaut. Oder nur so zum Spaß, irgendein Nummerngenerator, was weiß ich, Zahl von 1 bis 1000 und wenn eine 1 kommt, bist du tot. Oder eine 666. Und das macht alle 10 Sekunden würfelt er einmal darauf und du stirbst halt einfach. Zufällig. Ohne erkennbaren Grund. Sollte die 666 erwürfelt werden.
Wieso nicht? Ich meine, das ist I Wanna Be The Guy. Das wäre immer noch fairer als die Notenwürfelmethode mancher Lehrer, aber unfair genug. Wieso? Ich gucke nach links und schieße nach rechts? Habt ihr das gesehen? What the fuck? Was ist mit diesem Spiel los? Komm schon. Oh, ey! Sag mal, Kid! Ist bald gut? Nein. Springe ich auch noch zu früh. So ein Scheiß. So. Das ist komisch, ich da direkt zu Anfang die zwei Treffer höre und danach nicht mehr, wenn ich eigentlich viel besser stehen sollte. Das waren doch schon mal ein Haufen Treffer. Scheiße ist. Wow. Sag mal, was ist gerade los? So schlecht ist die Frame gerade gar nicht, aber. Ich hätte schon fast gedacht, dass jetzt reicht. Wow. Nein, wieso springe ich da nochmal? Wieso? Kid, wieso springst du da nochmal? Wieso? Auf ein neues. Und wieder das erste Video knapp voll. Naja, vielleicht schaffe ich es ja mit diesem Versuch, dann kommt das noch dazu oder so. Immer positiv denken. Das ist das Einzige, was dich so gerade noch im Spiel hält. Positiv denken. Irgendwann schaffst du es. Sobald du die Hoffnung aufgibst, hast du schon verloren. Dieses Spiel kann dir dein Leben nehmen, es kann dir deinen Verstand nehmen, aber es kann dir nicht deine Hoffnung nehmen. Immer positiv denken. Der Scheiger wäre schon längst tot. Würdest du mich in die falsche Richtung schießen? Dummes Kid ist dumm. Ja, so wie da. Das ist echt nur ein schlechter Scherz. Komm, das muss sein. Yep. Oh, oh. So knapp. Ich habe zu früh den Double Jump gemacht. Das war mal wieder mein Fehler zur Abwechslung.
so unnötig in der Form zu sterben. Weil die, das kriegt man wirklich mit etwas Übersicht hin. Ja, diese Form hier eigentlich auch, aber die dauert so lange. Es wird gut. Naja, immer ein Treffer. Wow, das war knapp. Was war das? Seit wann kommen die auf der Höhe? Sonst stehe ich auf der dritten Stufe doch immer so sicher. Yes! Nein. Komm, ich bin nicht... Ich finde keine Worte. Safe! Mir fehlen gerade echt so ein bisschen die Worte. Fuck you, Birdo! Ooh, baby! Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Shy Guy mich tötet. Fuck! Es tut das gut. Man sieht sich beim nächsten Mal.